Egal, ob das eigene Zuhause oder das Büro. Die richtige Einrichtung ist entscheidend für unser Wohlbefinden und vereint im Idealfall Stil und Funktion. Aber in klassischen Möbel- und Einrichtungshäusern findet man oft nur die Standardware. Wer Wert auf Design und Individualität legt, dem bleibt oft nur der Weg in teure Designhäuser. Alternativen bieten junge, moderne Konzepte wie das Berliner Unternehmen Mix. Egal ob Tische, Schränke, Regale oder Sofas, über den Online-Konfigurator können sich Kunden ihre Inneneinrichtung individuell gestalten. Geschäftsführer Christoph Jung hatte bereits mit einer früheren Firma Erfahrungen im Online-Möbelhandel gesammelt und kennt die Bedürfnisse der heutigen Zeit. Aus den gesammelten Erkenntnissen gründete er zusammen mit einem Partner das Unternehmen im Jahr 2014 mit dem Ziel, den Möbelmarkt ins 21. Jahrhundert zu holen. Wenn ich online Möbel kaufen will, habe ich die Auswahl zwischen drei verschiedenen Unternehmensarten. Ich kann zum einen zu einem Unternehmen gehen, wo ich ein Standardmöbelstück bekomme von der Stange. Das Problem dabei ist, dass ich keinen emotionalen Bezug zu dem Möbelstück habe. Ich kann auch zu einem Online-Player gehen, wo ich Maßanfertigungen kaufen kann. Da bekomme ich zwar den emotionalen Bezug, allerdings muss ich viel mehr bezahlen und ich muss lange auf das Möbelstück warten. Bei Mix probieren wir, beide Welten zu verbinden und ein Angebot zu erstellen, das den Kompromiss nicht mehr erfordert, mehr zahlen zu müssen und länger zu warten, aber trotzdem diesen emotionalen Bezug zum Möbelstück zu erlangen. Und das machen wir über Modularität. Dadurch, dass unsere Möbel modular sind, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, ein Möbelstück so zu entwerfen, wie es mir und in meine Umgebung am besten passt. Und durch die Modularität bekomme ich es auch sehr, sehr schnell geliefert und ich muss nicht mehr bezahlen als für ein Standardmöbelstück. Zu diesem Zweck steht im Kern des Shop-Konzepts ein Online-Konfigurator, der fotorealistische 3D-Modelle erzeugt. So kann man sich seine Möbel individuell zusammenstellen und erhält in Echtzeit eine realitätsnahe Darstellung am Computer. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, wie Bereichsleiter Maximilian Schmiedel weiß. Bei unseren Produkten kann man so ziemlich alles anpassen. Man kann die Breite anpassen im Rahmen dieser Modularität, also immer so auf 10 cm genau ungefähr. Man kann die Tiefe anpassen, es gibt zwei verschiedene Tiefen bei Regalen zum Beispiel. Und man kann von allen Produkten die Farben von allen Einzelteilen anpassen. Das heißt, bei Regalen wieder kann man jedes Brett, jede Schublade, jede Rückwand individualisieren. Bei Sofas kann man jedes Polster oder könnte man jedes Polster in einer anderen Farbe machen. Und zum Beispiel auch Füße unterschiedlich farbig gestalten. Die digitale Visualisierung erleichtert die Entscheidung und nimmt vielen Kunden die Sorgen, denn wenn man Möbel online kauft, gibt es zunächst eine Barriere und man ist sich nicht ganz sicher, ob es wirklich passen wird, wie die Möbel zu Hause aussehen werden. Und daher gehen viele Kunden den Weg offline. Wir schaffen es mit unserer Technologie, das Möbelstück genau so darzustellen, wie es später auch in dem eigenen Wohnzimmer aussehen wird. Und deshalb schaffen wir es, dem Kunden die Angst vom Möbelkauf zu nehmen. Um die Wartezeit trotz der großen Vielfalt und Individualisierungstiefe möglichst gering zu halten, setzt das Unternehmen auf eine umfangreiche eigene Logistik. Auf tausenden Quadratmetern lagern die einzelnen Module, werden direkt nach der Bestellung individuell zusammengestellt und für den Versand vorbereitet. In nur 2 bis 6 Wochen erhält man dann die maßgeschneiderte Bestellung. Bei der Herstellung setzt das Unternehmen auf langjährige Partner aus Europa. Maximilian Schmiedel kennt und überwacht alle Schritte genau. Wir produzieren komplett in Europa, sind also europäischen Qualitätsstandards unterlegen. Das ist das Erste. Dann sind alle Hölzer, die wir verwenden, SFC zertifiziert. Das heißt, wir verwenden keine Tropenhölzer oder ähnliches. Und dann achten wir einfach auch extrem auf die Qualität in der Produktion, um den Kunden das bestmögliche Produkt zu liefern. Neben dem innovativen Online-Konfigurator setzt das Unternehmen auch auf Showrooms in zahlreichen Ballungsräumen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Hier können Interessenten vor Ort die Möbelstücke anfassen, sich von der Qualität überzeugen, die Farben in echt sehen oder eine persönliche Beratung einholen. Dieses Konzept überzeugte auch eine Gruppe von Kreativen, die ihr neues Studio mit den modularen Möbeln ausgestattet hat. Ja, das war schon sehr wichtig für uns, dass wir alles so modulieren konnten, dass wir ja, das an unsere Räume anpassen konnten. Zum Beispiel das Sofa brauchten wir hier in einer bestimmten Größe, damit es vernünftig wirkt, weil die Räume doch sehr groß sind. Drüben haben wir uns für ein etwas kleineres entschieden, einfach weil nicht so viel Platz war. Ja genau, und das Sideboard ist halt super lang und
passt da halt perfekt hin und da hatten wir ja fast nirgendwo anders eigentlich die Möglichkeit, das so zu erstellen, wie wir das wollten. Ja. Wir haben Kisten, die auf jeden Fall in das Sideboard reinpassen mussten und da war natürlich auch nochmal der Vorteil, dass man die Breite verändern konnte. Nachdem das junge Team sich auf der Homepage umgeschaut und die ersten Möbel konfiguriert hatte, folgte ein Besuch im Berliner Showroom. Ja, also die Modelle und die Farben und auch die Materialien kamen im Internet schon sehr gut rüber. Also wir haben uns eigentlich auch vor Ort nicht nochmal groß umentschieden. Also es waren zwei Varianten, die wir rausgesucht haben, die man natürlich, wenn man sie anfasst, irgendwie nochmal so ein bisschen besser greifen kann, aber an sich konnte man das im Internet schon sehr gut, also auf der Website schon sehr gut sehen. Wer möchte, kann sich für den Aufbau der einzelnen Möbel Unterstützung von professionellen Teams dazu buchen. Das spart Zeit und Nerven und stellt sicher, dass alles korrekt aufgebaut wird. Davon hat auch das junge Kreativbüro profitiert. Ja, wir haben auch den Aufbauservice in Anspruch genommen, weil ich glaube, hätten wir es ganz allein gemacht, hätte das doch ganz schön lang gedauert. Ja, aber so mit unserer Mithilfe und dem Aufbauservice zusammen ging das doch relativ schnell und unkompliziert. Ja, und sind super zufrieden auf jeden Fall. Das Produktportfolio des Online-Möbelhauses hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während es zunächst nur modulare Tische und Regale gab, kamen mit der Zeit Stühle, Schränke und Sofas hinzu. Maßgeblich ist dabei auch das Feedback der Kunden. Wir haben durch unsere Showrooms einen sehr guten Zugang zu unseren Kunden und können dadurch immer ganz gut fühlen, was ist das nächste Produkt, was jetzt Sinn macht. Eventuell eine ganz neue Produktkette, zum Beispiel deswegen haben wir Sofas eingeführt, deswegen haben wir jetzt das letzte Stühle hinzugefügt, aber auch Produktfeature. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, Glasfronten zu entwickeln für unsere Regale. Wir haben höhere Schubladen entwickelt. Das sind alles kleinere Anpassungen an bestehenden Produkten, die aber durch Kundenwünsche getrieben sind. Dank der Vereinigung zwischen einem tradierten Geschäftsmodell und modernster Technologie ist es dem Unternehmen gelungen, den Zeitgeist zu treffen und mehr Vielfalt in die eigenen vier Wände zu bringen. Denn unsere Einrichtung ist mehr als nur eine Ansammlung von Gegenständen. Sie spiegelt unsere Lebenssituation wider und verändert sich ein Leben lang. So spielt Emotion eine sehr wichtige Rolle bei der Entscheidung, welche Möbel wir wählen. Und diese Emotionalität soll auch in Zeiten von Online-Shopping erfahrbar werden.